Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße alle Teilnehmer hier bei dem Webinar. Mein Name ist Sebastian Konsek. Ich arbeite hier bei der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer als Jurist. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin französischer Rechtsanwalt und habe entsprechend eine Berufserfahrung im deutsch-französischen Rechtsverkehr. Ich habe deutsch-französisches Recht studiert. Und jetzt arbeite ich seit dem vergangenen Jahr hier bei der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer als Jurist. Ja, was kann man noch mehr dazu sagen? Die Dame, die Frau Hélène Bouteiller, die eigentlich angekündigt war, ist heute leider kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Deswegen bin ich hier sozusagen eingesprungen. Das ist aber kein Problem. Ich hatte nämlich so einen entsprechenden Vortrag für Arbeitsrecht und Entsendung nach Frankreich bereits an der IHK in München und in Passau ebenfalls gehalten. Und deswegen war das auch kein Problem, dass ich dann hier für die Frau Bouteiller einspringe. Vielleicht bevor wir mit dem Vortrag, mit dem Webinar anfangen, vielleicht erstmal ein paar Worte zu uns, zur AHK Frankreich. Also die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer, beziehungsweise zu Französisch, die Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Wir sind ein französischer Verein. In Frankreich sind die Vereine nach dem Gesetz von 1901 geregelt, das nur so nebenbei. Wir wurden 1955 gegründet und wir unterstützen mehr als 20.000 Unternehmen pro Jahr, beziehungsweise 20.000, das kann Ihnen viel erscheinen, aber das sind einfach die Anfragen, die bei uns jeden Tag ankommen und die nicht nur wir in der juristischen Abteilung, sondern auch in den anderen Abteilungen jeden Tag bearbeiten. Ansonsten, wie muss man sich die AHK vorstellen? Stellen Sie sich einfach so ein Haus vor mit drei Türen und in diesen drei Türen ist einerseits die Handelskammer ist ein Dienstleister, also man kann bei uns verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel in der Rechts- und Steuerabteilung verschiedenen Rechtsrat oder die Unterstützung bei zum Beispiel bei arbeitsrechtlichen oder steuerrechtlichen Sachverhalten. Dann sind wir, wie gesagt, ein Verein. Es ist immer ganz gut, in einem Verein zu sein. Also unsere Mitglieder, beziehungsweise die 850 Mitglieder, die wir ungefähr haben, wir veranstalten, also wir machen regelmäßig Veranstaltungen und das ist eher so sehen, gesehen werden und dann auch verschiedenes Networking, also Stichwort Networking. Dann machen wir verschiedene sonstige Veranstaltungen, wie letztens hatten wir einen deutsch-französischen Wirtschaftspreis und so weiter. Also das ist eigentlich so das normale Tagesgeschehen hier in der Kammer für die Mitglieder. Ansonsten sind wir noch Repräsentation officiell. Also es besteht die Möglichkeit, dass man in der Handelskammer hier bei uns sein Domizil wählt, also zum Beispiel Firmen, die eine Niederlassung in Frankreich nicht haben, aber zum Beispiel eine Adresse brauchen oder wenn die Post über uns läuft, dann kann man das so bei uns machen, dass wir dann zum Beispiel auch die Post weiterleiten, beziehungsweise unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, falls ein Unternehmen eine Hauptversammlung veranstalten möchte und selber keine entsprechenden Räumlichkeiten hat. Das sind so die Dienstleistungen, die wir als Kammer anbieten können. Und für diese Dienstleitung, für diese 850 Mitglieder, haben wir dann entsprechend ungefähr 40 bis 50 französische und deutsche Mitarbeiter, die hier jeden Tag dafür arbeiten. Und französische deutsche Mitarbeiter bedeutet natürlich, die der französischen Mitarbeiter sprechen fließend Deutsch. Und also bis auf zwei Ausnahmen. Und die deutschen Mitarbeiter sprechen natürlich fließend Französisch. Also es ist auch so eine Art Leistung von uns, wenn man als deutsches Mitglied oder als deutscher Kunde bei uns anfragt, dass man dann natürlich auch auf Deutsch mit uns kommunizieren kann. Ja, das ein bisschen zur Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer. Ansonsten, wir haben noch, also
Die deutschen Auslandshandelskammern sind der Partner im Ausland sozusagen für die, also für den Außenhandel. Es gibt ungefähr 120 Kammern in 80 Ländern und das sind alles dann so bilaterale Einrichtungen mit eigenständigen Geschäftsführungen und es gibt ein ganzes Netzwerk von Auslandshandelskammern. Wir arbeiten dann auch alle zusammen, auch mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und insgesamt gibt es in etwa 40.000 Mitglieder weltweit. So, das zu den Kammern. So, dann jetzt nach der kurzen Vorstellung, dann können wir dann mit dem eigentlichen Webinar loslegen, nämlich Entsendung nach Frankreich, Arbeitnehmerentsendung. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also, zunächst werden wir uns angucken, wann eine Entsendung überhaupt vorliegt, dann die Voraussetzungen der Meldepflicht, den Anwendungsbereich der verschiedenen Regeln, die Entsendeformalitäten und die notwendigen Unterlagen, die Sie bei einer Entsendung brauchen, weil das ist ja dann der praktische Teil, der Sie dann wahrscheinlich auch interessiert. Und anschließend werden wir noch gucken, also die Entsendung speziell im Dienstleistungsbereich und die Entsendung im Transportbereich, beziehungsweise vielleicht um Zeit zu sparen, wenn von Ihnen niemand an den Ausführungen zum Transportbereich interessiert ist, kann ich das auch überspringen. Aber das sehen wir dann. Und danach werde ich Ihnen dann noch arbeitsrechtliche und sozialrechtliche bzw. sozialversicherungsrechtliche Aspekte der Entsendung noch mitteilen. Und am Ende, wenn wir noch Zeit haben, werden wir dann noch Fragen und Antworten, wenn Sie Fragen und Antworten haben. Also Fragen haben, werde ich die dann natürlich sehr gerne beantworten. Also fangen wir mal an. Wann liegt eine Entsendung vor? Sie müssen sich das vorstellen, eine Entsendung, also Arbeitnehmerentsendung ist an fünf Voraussetzungen geknüpft. Zunächst brauchen Sie einen Arbeitgeber, der eine dauerhafte Niederlassung außerhalb Frankreichs hat, zum Beispiel in Deutschland. Dann brauchen Sie einen Arbeitnehmer, der bestimmte Aufgaben übertragen bekommt, die im Ausland verrichtet werden müssen, zum Beispiel in Frankreich. Und diese Aufgabe, die dann diesem Arbeitnehmer übertragen wird, ist zeitlich begrenzt. Dann die voraussichtliche Dauer der Entsendung darf 24 Monate nicht überschreiten, das unter anderem auch aus sozialrechtlichen Gründen. Dann brauchen wir weiterhin einen weisungsgebundenen, also gegenüber dem deutschen Arbeitgeber weisungsgebundenen Arbeitnehmer. Und dieser Arbeitnehmer muss dann nach Ende der Entsendung wieder Funktionen in Deutschland ausüben, also wenn er von Deutschland aus entsendet wird. Und schließlich ist dann die letzte Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer sein Entgelt weiterhin vom deutschen Arbeitgeber erhält. Davon kann man dann natürlich auch abgrenzen, wann keine Entsendung vorliegt. Also kein Fall der Entsendung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bereits in Frankreich beschäftigt ist. Dann ist es nämlich einfach nur eine ganz normale Beschäftigung in Frankreich. Wenn der Arbeitnehmer bereits in Frankreich lebt, weil dann ist er dann natürlich auch bereits schon den französischen Regeln unterstellt. Und dann natürlich auch, wenn es Anhaltspunkte gibt, die gegen eine Rückkehr des Arbeitnehmers sprechen, weil dann ist es ja keine zeitlich begrenzte Entsendung, sondern es ist dann eine ganz normale, wie würde ich das sagen, Immigration nach Frankreich. So. Dann also zusammengefasst, nach unter anderem Artikel L1262-1 des französischen Arbeitsgesetzbuchs, da habe ich Ihnen das auch aufgeschrieben, liegt eine Entsendung vor, beziehungsweise muss eine Entsendung entsprechend angemeldet werden, wenn wir eine Ausübung, beziehungsweise Ausführung einer beruflichen Tätigkeit haben, unter der Bedingung, dass die zu entsendende Person also ein Arbeitnehmer ist. Das gilt dann natürlich zum Beispiel nicht zum Beispiel für Selbstständige. Selbstständige sind nämlich keine Arbeitnehmer, das wissen Sie bestimmt. Oder zum Beispiel nicht angestellte Geschäftsführer. Wir bekommen oft die Frage, was passiert denn zum Beispiel, wenn der Chef mitfährt nach Frankreich?
Wenn der Chef, also der Geschäftsführer, dann nicht angestellt ist in dem Unternehmen, sondern als Unternehmer auftritt, dann muss er natürlich nicht entsendet werden. Allerdings muss er dann bestimmte Unterlagen mit sich führen, einfach nur für den Fall, dass eine Kontrolle käme, dass er dann nachweisen kann, dass er kein Arbeitnehmer ist. So, aber kommen wir dann weiter zum Text, nämlich die Voraussetzungen der Meldepflicht, also wir haben zunächst einmal eine Ausführung einer beruflichen Tätigkeit unter der Bedingung, dass die zu entsendende Person Arbeitnehmer ist, das haben wir jetzt gesehen. Dann im Rahmen eines inländischen Beschäftigungsverhältnisses weisungsgemäß eine Tätigkeit für den Arbeitgeber in einem anderen Staat, also zum Beispiel Frankreich, als dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitgebers, zum Beispiel Deutschland, aufnimmt. Dann diese Tätigkeit ist dann von gewisser begrenzter Dauer und, also wie gesagt, 24 Monate darf sie nicht überschreiten. Der Arbeitgeber muss dann eine dauerhafte Niederlassung außerhalb Frankreichs haben, von der er dann aus diesen Arbeitnehmer nach Frankreich entsendet. Dann hatten wir hier bereits, wann liegt keine Entsendung vor, nämlich wenn der Arbeitnehmer bereits in Frankreich beschäftigt ist oder in Frankreich lebt. Der Anwendungsbereich, also wann, für welche Arten von Tätigkeiten ist der Anwendungsbereich bzw. die Entsendevorschriften eröffnet? Das können Sie sich ganz normal schnell hier nachlesen. Ich habe Ihnen dann auch hier die entsprechenden Artikel aus dem französischen Arbeitsgesetzbuch rausgeschrieben, nämlich Dienstleistungen aufgrund eines Vertrages des Unternehmens mit einem Kunden innerhalb des eigenen Unternehmens, also sogenannte Konzerne in der interne Mobilität, dann Erledigung einer Aufgabe auf eigene Rechnung des entsendenden Unternehmens und auch Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der Zeitarbeit. Dazu werde ich Ihnen nachher noch etwas Besonderes sagen, weil da kam noch immer wieder die Frage, ja, was passiert denn, wenn wir Leiharbeiter haben? Wer muss denn dann diese CIPSI-Erklärung machen? Aber dazu komme ich später. So, dann haben wir hier die sogenannten Entsendemeldepflichtfälle, denn also nur so Beispiele, so nach derzeitiger Rechtslage, in welchem der folgenden Fälle haben Sie dann eine Entsendemeldepflicht? Also das wäre zum Beispiel, wenn ein deutsches Unternehmen an einer internen Besprechung in einer französischen Filiale Mitarbeiter schickt oder wenn ein deutsches Unternehmen eine Abstimmung in einer französischen Filiale ihre Mitarbeiter hinschickt oder wenn sie an einer Projektbesprechung in Frankreich teilnehmen, dann auch ganz wichtig, oft für unsere Kunden auch, wenn ihre Mitarbeiter für sie dann natürlich als Arbeitgeber Messen besuchen oder Ausstellungen, Seminare, Konferenzen, auch ohne aktive Teilnahme, aber wie gesagt, im Rahmen eines Arbeitsvertrages eines deutschen Arbeitnehmers. Oder zum Beispiel, wenn Sie dann auch Treffen mit Kunden machen oder das Unternehmen zu präsentieren und so weiter. Also Faustregel ist, wie gesagt, sobald der Arbeitnehmer für Sie den Fuß auf französisches Territorium setzt, ist es theoretisch also im Sinne dieses Gesetzes bereits eine Entsendung. Und dann muss diese Entsendung dann auch vorher angemeldet werden. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen gleich sagen. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Fall der Leiharbeiterfirma. Also grundsätzlich, also passiert es ja immer so, wenn Sie eine Leiharbeiterfirma haben, dann ist es ja nicht Ihr Arbeitnehmer, sondern es ist der Arbeitnehmer dieser Leiharbeiterfirma. Die schickt diesen Leiharbeiter bzw. entleiht sie an Sie und Sie schicken ihn dann nach Frankreich. Dann kommt natürlich die Frage, wer ist dann für die Formalitäten verantwortlich? Und das ist dann immer das Unternehmen, mit dem der Arbeitnehmer seinen Arbeitsvertrag geschlossen hat. Und in dem Fall ist es dann entsprechend die Leiharbeiterfirma. Sie als Entleiher bzw. als Entsender müssen dann allerdings dafür Sorge tragen, dass die Leiharbeiterfirma auch diese entsprechenden Formalitäten versteht und dass man dann entsprechend, also dass diese Leiharbeiterfirma die Formalitäten versteht und auch macht. Und darüber muss dann die entsendende Firma auch eine Erklärung abgeben, aber das kann ich Ihnen ja danach alles nochmal erklären.
So, und dann kommen wir zu den Entsendeformalitäten. Also grundsätzlich gilt bei den Entsendeformalitäten, Sie brauchen als ausländischer Arbeitgeber bzw. deutscher Arbeitgeber brauchen Sie zunächst einen Vertreter in Frankreich. Wer ist dieser Vertreter? Also dieser Repräsentant de l'entreprise, das kann jede natürliche oder juristische Person sein. Diese Person wird für die Dauer der Dienstleistungserbringung als Vertreter in Frankreich ernannt. Und diese Person stellt dann quasi die Verbindung mit den Kontrollbehörden dar, insbesondere der Arbeitsaufsicht, also der direkt der Polizei, Steuer, Zoll, Sozialbehörden und so weiter her. Und als Verbindungsperson ist dieser Vertreter dann auch, also muss in die Lage gesetzt werden, dann auch die entsprechenden Entsendeunterlagen weiterzugeben, weil diese Person wird dann von den Behörden in Frankreich im Falle einer Kontrolle angesprochen. Dazu muss dieser Vertreter in Frankreich wohnhaft sein. Und natürlich der französischen Sprache mächtig sein, da die zuständigen Behörden mit ihm natürlich nur auf Französisch kommunizieren werden. Das ist nämlich so eine Sache in Frankreich. Und die französische Administration geht immer davon aus, dass die ganze Welt auch außerhalb von Frankreich nur Französisch und wirklich nur Französisch spricht. Und sämtliche Unterlagen, die dann auch eingereicht werden, dann auch auf Französisch gemacht werden. So. Das ist so eine Eigenart der französischen Administration, damit muss man leben und entsprechend müssen dann auch alle Unterlagen dann auch auf Französisch übersetzt werden. Welche Unterlagen das sind, werde ich Ihnen gleich sagen. Also nochmal, dieser Vertreter, das kann eine juristische oder eine natürliche Person sein, also ein Mensch wie Sie und ich oder auch ein Unternehmen, eine Gesellschaft, zum Beispiel auch die Handelskammer. Wir sind oft als Repräsentant de l'entreprise in diesem Zusammenhang tätig. Und Repräsentanten dürfen dann auch entsandte Arbeitnehmer sein, die dann, wie gesagt, vor Ort eine französische Adresse beziehen müssen. Französische Adresse ist einfach nur dann, also dafür notwendig, dass wenn die Arbeitsaufsicht zu einer Kontrolle kommt, dass sie dann auch weiß, wen sie dann als Ansprechpartner hat. So, dieser Repräsentant de l'entreprise, der muss ernannt werden. Also wir als Kammer, wir haben dafür immer ein Formular, das wir dann an die betreffende Person schicken, damit das ausgefüllt wird und gegengezeichnet wird. Was muss halt drinstehen? Name, Wohnort, Geburtsdatum sowie, wie gesagt, Kontaktdaten. Und diese Ernennung muss wieder in französischer Sprache verfasst sein. Und entsprechend haben Sie dann diesen Repräsentant der Firmen étrangères in Frankreich, der dann auch als Ansprechpartner für die verschiedenen Behörden fungiert. Und dann brauchen Sie dann auch die Entsendeerklärung. Nämlich, um Missbrauch und Dumping vorzubeugen, gibt es in Frankreich die verschiedenen Auskunftspflichten und Formalitäten, die Sie dann vor der Entsendung erledigen müssen. Und entsprechend haben Sie dann auch diese Entsendeerklärung, wenn Sie einen Mitarbeiter nach Frankreich entsenden, muss vor der Entsendung dieser Repräsentant benannt werden. Und zusätzlich muss dann der Arbeitgeber, beziehungsweise wir machen das dann auch für die Kunden auch als Kammer, muss dann in diesem Portal SIPSI eine vorläufige Entsendeerklärung einreichen. Früher war das so, bevor dieses Online-Portal SIPSI eingerichtet wurde, musste man immer die örtlich zuständige Inspection du Travail finden und das dann direkt an diese Inspektion die Travail schicken. Jetzt wurde das zentralisiert und erfolgt über das Online-Portal SIPSI und das wird dann automatisch an die zuständige Inspektion die Travail weitergeleitet. SIPSI bedeutet System d'Information sur la Prestation de Services International
Und das ist ein Online-Portal, das dann im Internet zu erreichen ist. Und dort können Sie dann die Entsendedaten alle eingeben und bekommen dann auch diese Erklärung. So, wie funktioniert das? Also Sie eröffnen dort ein Konto und sobald Sie dann die Bestätigungsmail bekommen haben, erfolgt dann die Eingabe der Daten bezüglich der Entsendung, wie zum Beispiel Name des ausländischen Unternehmens, des Auftraggebers, des Repräsentanten, der entsandten Arbeitnehmer, der Tätigkeit, der Dauer der Entsendung, also sozusagen sämtliche Daten, die Sie brauchen, damit die Arbeitsinspektion auf dem Laufenden ist, dass da eine Entsendung passiert. Dann brauchen Sie dann auch noch eine gewisse Anzahl von Unterlagen, nämlich, und diese Unterlagen, die werden dann diesem Repräsentanten zur Verfügung gestellt, der speichert sie bei sich und im Falle einer Kontrolle muss dann dieser Repräsentant diese Unterlagen weitergeben. Und unter anderem, also diese Liste ist nicht abschließend, aber das sind einfach die wichtigsten Unterlagen, die der Repräsentant haben muss. Zum einen die Kopie des A1-Formulars, das ist ehemals das E101 ihrer Mitarbeiter. Das ist eigentlich nur die Bescheinigung, dass die Mitarbeiter sozialversichert sind und dass diese Sozialversicherung auch weiter im Land des Entsendebetriebs läuft. Und dann, wie gesagt, dass auch Sozialbeiträge abgegeben werden. Dann brauchen Sie gegebenenfalls eine Arbeitsgenehmigung. Normalerweise ist bei Arbeitnehmern, die aus Europa kommen und im Rahmen der Europäischen Union entsendet werden, diese Arbeitsgenehmigung nicht erforderlich. Aber wenn Sie dann zum Beispiel Mitarbeiter aus Drittstaaten beschäftigen oder ja eigentlich aus Drittstaaten oder zum Beispiel der Schweiz, dann brauchen Sie dann natürlich auch entsprechend eine Genehmigung, wenn Sie in Frankreich tätig werden möchten, weil auf die ist dann natürlich die europäische Bewegungsfreiheit nicht anwendbar. Dann bei bestimmten Tätigkeiten, wie zum Beispiel Reparatur von Anlagen, Gasversorgung, Elektriker und so weiter, brauchen Sie eventuell einen Befähigungsnachweis. Das ist eigentlich wie in Deutschland. Also Sie müssen dann einfach so an diesen Ausweis von der entsprechenden Kammer dann mitführen, dass diese Person dann auch nachweisen kann, dass sie diese Tätigkeiten ausführen kann und dann nicht irgendwie zum Nachteil des Kunden Fehler macht. Dann brauchen Sie eine arbeitsmedizinische Bescheinigung. Das ist dann das Examen medical, das dann einfach nur feststellt, ob diese Person auch fähig ist, diesen Posten also diese Tätigkeiten auszuüben, auszuführen. Dann natürlich den Arbeitsvertrag, denn bei einer Entsendung von, also der Arbeitsvertrag, also Sie müssen einfach nachweisen, dass diese Person wirklich Ihr Arbeitnehmer ist. Und zusätzlich dann noch, wenn die Entsendung einen Monat länger als einen Monat dauert, dann die Gehaltsabrechnung für alle entsendeten Mitarbeiter. Oder ein entsprechendes Dokument, dann, das dann einfach nachweist, zum Beispiel, dass der französische Mindestlohn respektiert wurde. Und dann gibt es noch weitere Unterlagen wie Stundenzettel, Beauftragung des gesetzlichen Vertreters, Dokumente, die auf das anwendbare Recht im Vertrag hinweisen und so weiter. Also es gibt eine ganze Liste, die dann der Vertreter mit sich, also Dokumente, die der Vertreter mit sich führen muss. Und dann natürlich auch muss er im Besitz der Arbeitnehmer natürlich entsendet, also die Erklärung für die Entsendung abgegeben wurde, nämlich diese Declaration Préalable de Détachement. Sanktionen, genau. Also wie jede Pflicht sind die Sanktionen dann natürlich auch in Frankreich entsprechend drakonisch, würde ich mal sagen. Also es droht ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro pro Arbeitnehmer. Falls das Unternehmen gegen diese Pflichten also zur Entsendeerklärung und Benennung des nationalen Vertreters verstößt. Im Wiederholungsfall wird das Bußgeld verdoppelt, natürlich pro Arbeitnehmer. Und insgesamt darf dann allerdings diese Strafe immerhin eine halbe Million nicht überschreiten. Und dann gibt es dann auch noch andere
andere Sanktionen, falls verschiedene Pflichten nicht eingehalten werden. Also wir hatten letztens so einen Fall, da hat das Unternehmen vergessen, also beziehungsweise es wusste nicht, dass es eine Entsendeerklärung machen muss. Dann kam eine, beziehungsweise die Entsendeerklärung, die die gemacht haben, die war unvollständig. Dann kam dort eine Kontrolle natürlich von der Arbeitsinspektion auf die Baustelle und bedauerlicherweise kam die dann erst zu uns. Und ja, die mussten dann, aber immerhin, die haben dann die 2000 Euro pro Arbeitnehmer immerhin halbiert auf 1000 Euro pro Arbeitnehmer, aber die mussten dann trotzdem 20.000 Euro zahlen. Und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Und wie gesagt, das sind lediglich ein paar Formalitäten, die man vorher erledigen muss. Und wir sind dann natürlich auch immer dafür da, wenn sie dann irgendwie Hilfe brauchen, dann können wir sie dabei natürlich auch unterstützen. So, dann haben wir noch einen weiteren Punkt, nämlich anwendbares Recht. Also hinsichtlich des Arbeitsvertrages können Sie natürlich festlegen, dass weiterhin deutsches Recht gilt. Also der Arbeitnehmer erhält sein Entgelt weiterhin vom deutschen Arbeitgeber und muss dann weiterhin, also nach der Entsendung, wieder Funktion in Deutschland ausüben. Das hatten wir ja. Und was allerdings wichtig ist, dass wenn der Entsandte nach Frankreich kommt, genießt er trotzdem den Schutz, also den sogenannten harten Kern des französischen Arbeitsrechts, nämlich den individuellen und kollektiven Schutz französischer Arbeitnehmer, wie zum Beispiel Streikrecht, Diskriminierungsverbot zur Gleichstellung Mann und Frau am Arbeitsplatz, französische Regelungen zum Mutter- und Familienschutz, soziale Vorteile bei den Arbeitnehmerüberlassungen und dann natürlich dann auch die arbeitsrechtlichen Mindeststandards des Arbeitnehmerschutzes wie Sicherheit und Gesundheit und natürlich ganz wichtig der gesetzliche Mindestlohn. Also wir haben im Moment haben wir 9,88 € pro Stunde ab dem 1. Januar 2018, also das wird jedes Jahr neu angepasst und dann haben wir die Höchstarbeitszeit von 10 Stunden täglich, 8 Stunden, wenn sie unter 18 sind, 48 Stunden wöchentlich höchstens. Und natürlich gilt dann auch in Frankreich die 35-Stunden-Woche und dann auch entsprechend die entsprechenden Überstundenzuschläge. Arbeit an Sonntagen ist natürlich in Frankreich grundsätzlich verboten. Natürlich gibt es zu re jeder Regel dann auch Ausnahmen, zum Beispiel Krankenhäuser oder dringende Tätigkeiten. Was Sie dann auch beachten müssen, sind die französischen Feiertage. Die Arbeit an Feiertagen ist aufgrund lokaler Rechtsvorschriften der Sonntagsarbeit gleichgestellt. Wenn Sie an einem Feiertag arbeiten, können Sie das natürlich, aber es gibt dann also einen speziellen Arbeitstag, den Sie überhaupt nicht arbeiten dürfen, nämlich den 1. Mai. Dann gibt es verschiedene Feiertage, die dann auch in den Tarifverträgen stehen können, wo sie dann überhaupt nicht arbeiten können. Und ansonsten gibt es dann natürlich, das ist auch immer recht überraschend für unsere deutschen Kunden, es gibt in Frankreich Feiertage, die es in Deutschland nicht gibt, die dann hier dann auch nicht gearbeitet werden, wie zum Beispiel 8. Mai, dann 11. November, das sind dann jedes Mal die Erster und Zweiter Weltkrieg, die zu Ende gegangen sind. Dann der 14. Juli, der Nationalfeiertag. Gut, dafür wird dann am 3. Oktober in Frankreich gearbeitet. Dann 15. August, Maria Himmelfahrt, 1. November, Allerheiligen. Gut, aber die sind jetzt auch in Deutschland, sind die in einigen Bundesländern natürlich auch frei. Was haben wir denn noch? Genau, und dann gibt es eine Spezialität. Also einige von Ihnen, wie ich sehe, haben sich schon darüber aufgeregt, dass die Regeln in Frankreich entsprechend streng sind. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich noch mehr aufzuregen. Es gibt nämlich eine zusätzliche Voraussetzung, wenn Sie zum Beispiel Arbeitnehmer auf eine Baustelle schicken. Die müssen dann zusätzlich noch einen speziellen Ausweis beantragen, nämlich die sogenannte BTP-Karte. Diese ist Pflicht bei der Erbringung von Baudienstleistungen und ja, Baudienstleistungen sind in Frankreich auch ein sehr weiter Begriff, nämlich das sind Aushubarbeiten, Erdarbeiten, Entwässerung, Bauarbeiten, Montage, Demontage,
Ausarbeiten, Innen-, Außenausstattung, Sanierung, Renovierung, Abriss, Umbau, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung, Reparatur von Bauwerken sowie die zu diesen Arbeiten gehörenden Malerreinigungsarbeiten und die damit verbundenen Zusatzarbeiten. Ja, das, wie Sie sehen, das ist ein weiter Begriff. Und sobald Sie dann einen Arbeitnehmer dorthin schicken, der braucht dann eine BTP-Karte. Dafür gibt es dann auch wieder eine spezielle Plattform, nämlich die Karte btp.fr. Diese Karte gilt für die Dauer der Entsendung, muss dann unter Vorlage der Entsendeerklärung ausgestellt werden, aber auch vor der Entsendung. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, dass Sie diese Entsendeerklärung auch entsprechend früher machen. Beziehungsweise, wenn Sie die AHK dafür beauftragen, dass Sie uns das spätestens, sagen wir mal, so eine Woche vor Entsendebeginn alles geben, weil die BTP-Karte, es dauert immer ein bisschen, bis die ausgestellt wird und die wird dann auch per Post verschickt. Das heißt, Sie müssen dann den Postweg natürlich noch dazu einberechnen. Die Karte kostet 10,80 €, also es gibt eine Gebühr. Und ja, wenn Sie die Karte nicht beantragen, dann gibt es natürlich wieder Bußgelder in Höhe von 2.000 € pro Arbeitnehmer und nicht über eine halbe Million. Ja. Und also das dann nur so nebenbei, wenn Sie Arbeitnehmer auf eine Baustelle entsenden. Wie passiert das? Also Sie eröffnen dort ein Konto, haben wieder so eine Bestätigungsmail. Geben die Daten der Arbeitnehmer ein, dann müssen Sie die Entsendebestätigung, die Sie natürlich vorher bei SIPSI gemacht haben, hochladen, dann das Foto des Bauarbeiters hochladen, weil er bekommt dann so eine Checkkarte mit Foto und dann werden Sie das dann natürlich dann auf dem Postweg bekommen. Wir bekommen natürlich vorher eine Bescheinigung, aber danach werden die Karten versandt und dann je nach Wunsch an die Firma oder an das Hotel zum Beispiel, wo der Arbeitnehmer sich aufhält. Dann haben wir noch zusätzlich Entsendungen im Transportbereich. Ja, also wie gesagt, Transportsektor ist im Grunde genommen wie bei den anderen Entsendungen auch, nur dass dort dann die Entsendeerklärung für einen bestimmten Zeitraum gilt, weil bei den anderen Entsendeerklärungen ist es so, wenn Sie den Arbeitnehmer 4, 5 Tage im Dezember, sagen wir mal, nach Frankreich schicken, dann ist diese Erklärung für Dezember für die 5 Tage. Und im Transportsektor ist es, Sie können das dann für zum Beispiel 6 Monate machen und innerhalb dieser 6 Monate kann der dann mehrmals nach Frankreich kommen. Das ist jetzt eigentlich, so der größte Unterschied. Und das gilt dann, wie gesagt, für Fernfahrer. Also, das steht dann hier alles drin und wenn Sie das interessiert, dann können Sie dann nochmal auf uns zurückkommen und entsprechend würde ich das Ihnen dann nochmal erklären. Aber hier wegen der fortschreitenden Zeit, wir haben noch nur ein paar Minuten, also hier wieder mit Kontrollen, Sanktionen, komme ich dann auf die weiteren Punkte zurück, nämlich zunächst steuerliche Aspekte der Entsendung. In Frankreich, also sobald eine Tätigkeit auf französischem Territorium gemacht wird, ist diese gegebenenfalls steuerpflichtig. Also für den Arbeitnehmer ist sie einkommenssteuerpflichtig. Und da gibt es, wie gesagt, immer das Problem einer Doppelbesteuerung, nämlich einerseits der Arbeitnehmer ist ja in Frankreich, also in Deutschland veranlagt, beziehungsweise in Deutschland gemeldet. Aufgrund dieser Meldung ist er dann in Deutschland steuerpflichtig, weil er macht dann wahrscheinlich auch dort seine Einkommensteuererklärung. Und andererseits erbringt er eine Tätigkeit in Frankreich und aufgrund dieser Tätigkeit nach Artikel 4b des französischen Steuergesetzbuchs ist diese Tätigkeit dann auch in Frankreich steuerpflichtig. Da wir hier das Risiko einer Doppelbesteuerung haben, kommt dann das deutsch-französische Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung und das bestimmt, dass Einkünfte, die aus nicht selbstständiger Arbeit grundsätzlich in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, also in dem Fall in Frankreich. Und ausnahmsweise gibt es dann die sogenannte 183-Tages-Regelung, die dann sagt, wenn diese Person insgesamt nicht länger als 6 Monate, also 183 Tage während des betreffenden Kalenderjahres in Frankreich arbeitet, und dann noch weitere Voraussetzungen erfüllt werden, wie zum Beispiel, wenn sie nicht von Frankreich aus bezahlt wird und das dann auch nicht nach Frankreich weiter belastet wird,
dann kann diese Person ausnahmsweise in Deutschland dafür Steuern zahlen und nicht in Frankreich. Sobald allerdings das über 6 Monate hinausgeht im Kalenderjahr, dann ist die natürlich für die gesamte Zeit in Frankreich einkommenssteuerpflichtig. Und dafür muss man dann prüfen, ob diese Person dann schon in Frankreich Resident geworden ist oder nicht. Und in den meisten Fällen ist es dann so, dass diese Person dann einfach nur in Frankreich ihre Einkommenssteuer für diese Tätigkeit entrichten muss. Das passiert in Frankreich nicht wie in Deutschland im Rahmen eines automatischen Abzugs monatlich vom Gehalt, sondern die Steuererklärung geschieht im Jahr danach durch die Person, also durch den Arbeitnehmer. Und der Arbeitgeber ist dann nicht dafür verpflichtet, sondern es ist dann eine Obliegenheit dieses Arbeitnehmers, der seine Einkommensteuererklärung abzugeben und auch entsprechend die Steuern zu zahlen. Also der Arbeitnehmer erhält quasi ein Netto nach Abzug von Sozialbeiträgen, aber dieses Netto beinhaltet nicht den Steuerabzug, so wie es in Deutschland also nach Steuernetto wäre, sondern die Person muss dann entsprechend Rücklagen bilden, damit sie dann im Jahr danach die Einkommenssteuer für das Jahr davor zahlen kann. Wie gesagt, nur wenn sie über 6 Monate in Frankreich ist und das Ganze dann auch nicht von Frankreich bezahlt wurde. So, das ist dann eigentlich das Wichtigste, was man sagen kann. Ansonsten gibt es dann noch weitere Steuern, also Umsatzsteuern für Dienstleistungen und weiteres. Ich glaube, im Rahmen einer Entsendung ist das weniger interessant. Aber ich habe Ihnen das trotzdem noch, beziehungsweise die Frau Potier hat Ihnen das trotzdem noch hier reinkopiert. Wenn Sie das interessiert, können Sie sich das durchlesen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich dann natürlich auch an uns wenden. So, das war's dann mit einem kurzen Überblick über die verschiedenen Modalitäten und die Entsendung nach Frankreich liefern. Haben Sie Fragen? Nun ja, wie gesagt, wenn ein Arbeitsvertrag, also wenn das ein Geschäftsführer ist, der einen Arbeitsvertrag mit seiner GmbH hat, also wenn er als Arbeitnehmer gilt, dann muss er bei CIPSI angemeldet werden. Wenn er keinen Arbeitsvertrag hat und also nicht als Arbeitnehmer der GmbH gilt, dann muss er nicht angemeldet werden. Also Sie müssen dann einfach entsprechend gucken, ist das ein Angestellter dieser GmbH oder nicht. Wenn das ein Angestellter ist, dann ja. Nun ja, grundsätzlich ist es so, Sie brauchen alle Unterlagen vorher. Und wenn aus irgendeinem Grund das A1 oder das E111, E101 nicht da ist, Sie müssen auf jeden Fall irgendwie nachweisen können, dass Sie das angefordert haben. Dann hängt es natürlich auch von dem Prüfer ab. Also wenn der Prüfer einen schlechten Tag hat und sagt, es sind nicht alle Unterlagen da, haben Sie Pech gehabt. Und deswegen ist es immer besser, alle Unterlagen vorher da zu haben. Nein, das ist ein Gerücht. Also grundsätzlich ist es so, also im Gesetz steht, sobald Sie einen Arbeitnehmer haben, der für einen ausländischen Arbeitgeber im Inland also Tätigkeiten ausübt, ist es eine Entsendung. Das heißt, rein nach dem Wortlaut des Gesetzes ist es so, dass Sie bereits ab dem ersten Tag eine Entsendung haben, auch wenn das nur für einen Tag oder für 2 Tage ist. Und gut, natürlich, also ich hatte zum Beispiel in München und in Passau immer die Frage, gibt es zum Beispiel eine Abgrenzung zwischen einer normalen Dienstreise und einer Entsendung? Und naja, also wie gesagt, Dienstreisen auch von kurzer Dauer fallen auch nach dem Wortlaut des Gesetzes bereits unter den Begriff einer Entsendung. Das heißt, sobald Sie wirklich den Fuß nach Frankreich setzen, ist es bereits eine Entsendung. Aber in unserer Erfahrung haben wir bislang noch nicht gesehen, dass jemand, der nur einen Tag in Frankreich ist, von der Arbeitsinspektion kontrolliert wurde. Vielleicht hatten die einfach Glück. Aber grundsätzlich gilt, sobald Sie eine Entsendung haben, und das ist auch schon bereits ab einem Tag,
muss das schon vor dem ersten Arbeitstag angemeldet werden. Darf man nicht missverstehen. SIPSI erteilt keine Genehmigung. Sie müssen lediglich bei SIPSI das anmelden. Das heißt, es ist eine Information. Da kommt jemand nach Frankreich. Dieser Person genießt denselben Schutz wie französische Arbeitnehmer. Diese Person erhält mindestens französischen Mindestlohn. So in etwa. Also SIPSI erteilt keine Genehmigung in dem Sinne. Mitführen müssen sind unter anderem auch dieser Befähigungsnachweis. Das ist dann allerdings wieder also wegen der Haftung. Also Sie müssen einfach nachweisen, dass diese Person befähigt ist, diese Tätigkeiten auszuüben. Anmeldung geschieht je nach Einzelfall für dann für entsprechend diese 2 Wochen. Auch anmerken könnte, wenn Sie zum Beispiel 4 Wochen oder sagen wir mal einen Monat Entsendung haben und in der Zwischenzeit fährt die Person übers Wochenende nach Deutschland oder zum Beispiel über Weihnachten oder hat eine Woche Urlaub, dann muss diese Person in Frankreich nicht wieder abgemeldet werden, sondern die Entsendung, also sagen wir mal, die Person wird vom 1. Dezember bis zum 30. Januar in Frankreich, nach Frankreich entsandt. Und sie wird auch angemeldet, zum Beispiel vom 1. Dezember bis zum 30. Januar. Wenn die Person dann über Weihnachten und Silvester dann zum Beispiel wieder nach Deutschland zurückfährt, dann muss man sie nicht extra in SIPSI abmelden, sondern sie bleibt einfach ganz normal angemeldet. Zeitarbeitsfirmen gelten als ganz normale Arbeitgeber. Also, das können auch wir machen. Also das Zeitarbeitsunternehmen gilt in Frankreich als der Arbeitgeber, nicht der Entleiher. Also das Zeitarbeitsunternehmen ist der Arbeitgeber des Arbeitnehmers, der entsandt wird. Dann muss auch das Zeitarbeitsunternehmen die entsprechenden Formalitäten durchführen und dann auch den Repräsentanten in Frankreich benennen. Und das ist dann einfach derselbe Repräsentant wie für das andere Unternehmen auch. Das ist kein Problem. Ja, also das war wie gesagt dieser Fall von der Arbeitsgenehmigung. Also Europäer brauchen keine Arbeitsgenehmigung in Frankreich, Nicht-Europäer schon. Zum Beispiel ein türkischer Staatsbürger zunächst nach Deutschland kommt und eine Genehmigung hat, in Deutschland zu arbeiten, dann kann man natürlich auch überlegen, dass er aufgrund also dieser Genehmigung nach Deutschland vielleicht nach Frankreich kommen kann. Das wäre dann zum Beispiel so ein Fall, den man dann prüfen könnte. Weil der türkische Staatsbürger kommt ja zunächst erstmal nach Deutschland. Der wird ja nicht direkt von der Türkei nach Frankreich entsandt, wenn ich das richtig verstanden habe. Vertreter muss diese Unterlagen immer mitführen. Die BTP-Karte muss dann von jedem Mitarbeiter, also wenn Sie dann eine Baustelle haben, muss dann jeder Bauarbeiter diese BTP-Karte mit sich führen. Und ansonsten ist dann der Vertreter. Also im Okay. Falle einer Kontrolle kommt dann ja auch, es ist ja meistens so, die gehen dann zum Beispiel auf die Baustelle, sagen so, hallo, Kontrolle, wer ist Ihr Vertreter? Und dann reden sie nur noch mit dem Vertreter. Nein, ganz Okay. normale Arbeitnehmer. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also wenn es welche gäbe, das könnte man dann im Einzelfall prüfen, aber das habe ich im Moment nicht gesehen. Nein, das waren ganz normale Arbeitnehmer wie alle anderen auch. Ja, dann müssen Sie jedes Mal eine neue Entsendeerklärung machen. Beziehungsweise in dem Fall wäre das vielleicht könnte man dann überlegen, dass diese Person dann gleich in Frankreich eingestellt wird, wenn sich das eher lohnt. Aber ansonsten ist es jedes Mal eine Entsendung. Ja, also.
für jeden Mitarbeiter jedes Mal eine Entsendeerklärung machen, beziehungsweise man kann sich das dann schon immer so vorbereiten, dass man dann zum Beispiel einen ständigen Vertreter hat, zum Beispiel uns, und dann jedes Mal, wenn dann einer kommt, dass man dann entsprechend die Abläufe schon mal automatisiert. Aber ich fürchte, man kommt um eine entsprechende Anmeldung und um auch eine BTP-Karte, wenn das eine Baustelle ist, leider nicht umhin. Naja, sagen wir mal so, grundsätzlich ist es so, wenn Sie in Frankreich eingestellt werden, müssen Sie innerhalb eines Monats zur Arbeitsmedizin. Und diese Bescheinigung, die ist dann für den Job entsprechend gültig. Das heißt, auch wenn der Job dann entsprechend 10 Jahre dauert, die ist dann auch weiterhin so gültig. Also Sie brauchen eine Bestätigung, also eine Arbeits-, also der Arzt muss einfach bestätigen, dass dass diese Person nicht tot umfällt, wenn sie das anfängt zu arbeiten. Wie lange das jetzt gültig ist, ich würde sagen einmal pro Auftrag. Aber das könnte man dann entsprechend eventuell noch prüfen. Aber bis jetzt hatten wir das so, dass also eine Bestätigung vom Arzt immer ausgereicht hat, pro Arbeitnehmer. Mindesturlaub. In Frankreich ist der Urlaub, also je nachdem, wenn ein Tarifvertrag anwendbar ist oder nicht, und Tarifverträge sind grundsätzlich anwendbar, 2,5 Tage pro gearbeiteten Monat. Und je nachdem, wenn der Tarifvertrag etwas anderes bestimmt, natürlich das, was im Tarifvertrag steht. Wir haben 10 Stunden täglich und wenn der Arbeitnehmer unter 18 Jahre ist, 8 Stunden. 48 Stunden wöchentlich maximal. Also 11 Stunden ist dann ein bisschen schwierig, wenn wir 10 Stunden tägliche Maximalarbeitszeit haben. Und in Frankreich geht dann, wie gesagt, die 35-Stunden-Woche. Das heißt, alles über 35 Stunden gilt dann für die erste und bis achte Überstunde 25% mehr und für alle weiteren Überstunden 50% mehr. So, die SIPSI-Meldung muss spätestens einen Tag davor gemacht werden. Wobei Sie natürlich berücksichtigen müssen, manchmal hat das System einfach aus technischen Gründen Probleme. Also wir hatten schon mal, dass das System 3 Tage lang ausgefallen ist. Und dann war das allerdings so, dass wir dann auf telefonische Rückfrage mit der direkt entsprechend nachgefragt hatten, ob also dass die dann davon informiert sind. Der Arbeitgeber war ja gutgläubig. Und in dem Fall wurde ausnahmsweise gesagt, dann kann man diesen Formmangel entsprechend heilen, sobald er heilbar ist. Aber grundsätzlich ist es so, die SIPSI-Meldung muss spätestens einen Tag davor gemacht werden. Das heißt, es sind ein paar Klicks, die Sie machen müssen. Natürlich, Sie müssen die ganzen Unterlagen auch haben, aber sagen wir mal so, wenn Sie Mut haben, dann können Sie das noch vor Mitternacht machen. Also das ist online. Aber ich würde trotzdem empfehlen, dass Sie das mindestens so 3, 4 Tage davor machen. Ja, sagen wir mal so, also es ist durchaus klar, dass man im Voraus, man kann ja die Zukunft nicht voraussehen. Und wenn man die Arbeitszeiten, sagen wir mal, realistisch angibt, dann sehe ich auch kein Problem darin. Oh Gott, gute Frage. Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen, aber Schiff, Baustelle, Trockendock. Das müsste man im Einzelfall prüfen, aber ich würde sagen, schlimmstenfalls ja. Ja. Also muss, man darf. Leider nein. Also für SIPSI gibt es, soweit ich weiß, im Internet eine Beschreibung auf Englisch. Dann habe ich mal gesehen, aber das ist nicht von uns. In YouTube hat jemand mal so eine SIPSI-Erklärung aufgezeichnet
und ins Internet gestellt, aber die habe ich dann irgendwann nicht mehr gefunden. Das wurde dann wahrscheinlich wieder entfernt. Aber es gibt einen Leitfaden auf Französisch und auf Englisch für SIPSI, für BTP eher nicht. Aber das müsste man dann entsprechend auf der Seite gucken. Wenn es auf der Seite das auf Deutsch nicht gibt, dann nicht. Nein, nein, ich würde eher sagen nein. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den man noch sagen könnte. Es gab nämlich so eine Horrormeldung, die bis Dezember ein bisschen herumgegeistert ist. Es gab nämlich einen Plan der Regierung, dass die SIPSI-Erklärungen ähnlich wie die BTP-Karte kostenpflichtig werden. Die BTP-Karte haben Sie ja gesehen, die kostet 10,80 Euro. Und es war zeitweise geplant, dass pro SIPSI-Erklärung ein sogenannter Bearbeitungsaufwand in Höhe von 40 Euro erhoben würde. Daraufhin gab es dann natürlich gleich einen ganzen Sturm der Entrüstung, insbesondere von Deutschland aus nach Frankreich. Und das wurde dann ausgesetzt. Also mit anderen Worten, es wurde aufgegeben. Also diese 40 Euro Bearbeitungsgebühr für SIPSI-Erklärung gibt es nicht mehr.